Willkommen, willkommen, zurück, zurück, hier bei Hermlück und einem neuen Voting für drei neue Spiele, die da im Prinzip wären, und zwar Rise of the Argonauts, Stranglehold und El Matador. Und genau darum geht's. Wir sehen jetzt ein paar Szenen aus den Spielen, die ich mir rausgesucht habe, aus welchem Grund. Kann ich ganz kurz erklären. Und zwar, wir haben immer wieder Eco-Shooter gespielt, ob das Borderlands war und so weiter und so fort. Und ich denke mal, es wird mal Zeit, mal einen Third-Person-Shooter oder Hack-and-Slay zu spielen. Und da haben wir drei wirklich Nischenprodukte zur Auswahl. Ich gebe mal kurz an. Rise of the Argonauts ist ein Hack-and-Slay, welches nicht besonders gute Kritiken bekommen hat, was diese ganze griechische Mythologie komplett durcheinander haut. Und nicht wirklich überzeugt, aber eigentlich, hey, für 2,99 gekauft, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Komm, zerhackeln wir mal ein bisschen was. Und dann gibt es Stranglehold. Stranglehold ist von John Woo produziert. Ihr seht es auf der linken Seite, ist mit Tequila Shoyun Fat, der den Film Hardboiled, den spielt man da ein bisschen nach, glaube ich. Ich habe nicht so richtig die Ahnung, ich habe ein bisschen angespielt, um zu gucken, ob es überhaupt läuft. Man sieht das hier gerade. Und ja, man hat ein bisschen Bullet Time. Die hat man eigentlich in fast allen drei Spielen, nur in Rise of the Argonauts kann man sie nicht bestimmen. Ja, und dann haben wir noch El Matador. Wir spielen einen Drogen... wie sagt man, Fahnder, der nicht unwesentlich an der, sagen wir mal, Konfiszierung von illegalen Rauschmitteln beteiligt ist, genauso wie natürlich mit der Liquidierung derjenigen, die das vertreiben. So, Daumen hoch, vielen, vielen Dank fürs Voten und es wäre toll, wenn ihr das machen würdet. Ihr könnt auch, wenn ihr die Spiele, wenn ihr noch ein paar Wertungen haben wollt, könnt ihr das gerne auf der Amazon machen. Unten habe ich Beschreibungen. Und jetzt gucken wir uns noch ein wenig ein paar Gameplay-Szenen an. Und dann votet bitte einfach mit Daumen hoch, Daumen runter für die jeweiligen, für das jeweilige Spiel. Eins zur Auswahl. Ah, das ist mal wenigstens mal eins gespielt haben. Vielen, vielen Dank. Und ich dachte, bis denn und bye bye. Der Schulungsraum. Ein Schwert! Sanitäter! Wo geht's denn hin? Sanitäter! Los jetzt! Entdeckung!
Los geht's! Ja! Verdammte Scheiße! So eine abgepackte Scheiße! Ich habe nur Vollidioten bekommen! Scheiß Vollidiot! Kannst du sie dir nicht einfach abknallen? Ich beobachte den Bereich. Ich werde dich töten. Huh?